Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruijn mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Willkommen! Lasst euch die neue Portion Mut zur Persönlichkeit schmecken. Am Kochtopf stehe ich, Shirin De Bruijn, Gründerin von Corporate Kitchen und Expertin für Kommunikation und menschliche Vernetzung. Mit dabei ist am Herd mein heutiger Gast, über den ich euch jetzt auch direkt mehr verraten werde. Er ist seit 25 Jahren in der digitalen Wirtschaft aktiv, gründete sein erstes Unternehmen mit 23 Jahren, spricht 5 Sprachen und ist ein Experte für Digitalisierung und die Arbeitswelt der Zukunft. Next 100 wählte ihn zu einem der 100 wichtigsten Köpfe der europäischen Digitalindustrie, um nur eine Referenz von vielen zu nennen. Aber persönlich schlägt sein Herz meines heutigen Podcast-Gastes auch für die neue Arbeitswelt, besser gesagt für die Persönlichkeiten, die sich darin bewegen und entwickeln möchten. Denn bei aller Digitalisierung und der eigenen Begeisterung für den digitalen Fortschritt sieht er immer den Mensch im Mittelpunkt. Und genau das ist auch der Antrieb seiner Personalberatung 514, die er im Jahr, oder 514, er wird es gleich selber verraten, die er im Jahr 2013 mitgegründet hat. Ich freue mich, dass du jetzt mit mir über Mut zur Persönlichkeit sprichst, Harald Fortmann. Hi. Hi, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf. 514 oder 514? Klären wir das mal. Nein, 514 war richtig. Das ist die richtige Aussprache, um gleich mal ein bisschen international und total global zu klingen. Runde 2018 tatsächlich. Ach, ehrlich? 2018 war das? 2013 bin ich in die Personalberatung reingegangen, aber 514 gibt es erst seit 2018, genau. Na, guck mal. So, wunderbar. Haben wir das direkt klargezogen hier. Apropos, wir wollen dich besser kennenlernen, Harald. Welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum? Ja, da, jetzt hast du es ja netterweise im Vorgang schon gesagt, habe ich mir mal Gedanken gemacht. Ich glaube, das Wichtigste für mich, gerade auch wenn wir über Persönlichkeit sprechen, ist Hashtag authentisch, Hashtag Respekt und Hashtag in Klammern digitale Menschen. Also das Menschen nicht mehr in Klammern, aber das sind, glaube ich, die drei, die mich am besten charakterisieren würden. Und warum? Warum ist authentisch bei dir ein Hashtag, der zählt? Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch was sich natürlich irgendwie im Leben entwickelt. Na, wer jetzt mal ganz scharf gerechnet hat, okay, der seit 25 Jahren in der Digitalwirtschaft mit 23 Jahren, also wahrscheinlich 48, bin tatsächlich schon dieses Jahr 50 geworden. Also sogar ein bisschen mehr als ein Vierteljahrzehnt schon beruflich unterwegs. Und im Laufe der Zeit hat sich für mich eigentlich immer mehr bewahrheitet, dass Authentizität eigentlich das wichtigste Gut ist. Ja, also wenn du in dem Moment, wo du dich verstellst, bist du nicht mehr du selbst, logischerweise. Und du bist aber auch nicht mehr erfolgreich, ja, weil du eben nicht in deiner eigenen Haut bist und so weiter. Und gerade wenn wir heute über Mut und über Persönlichkeit sprechen, zwar zwei Wörter, die ja wirklich viel Schlagkraft haben, ist, glaube ich, das Thema Authentizität super wichtig. Und ich glaube aber, dass bei jedem Menschen, so authentisch er sein möchte, das sich natürlich auch entwickelt, weil du natürlich irgendwann auch einen Status im Leben hast, sowohl beruflich wie privat und so weiter, wo sich das natürlich leichter sagen lässt, als wenn du gerade in den Berufsanfängen bist, wo du vielleicht auch nochmal dich irgendwo mehr integrieren musst. Und ich habe heute einen Leitspruch, den ich eigentlich liebe und der auch von einem Mensch geprägt oder gesagt wurde, dem mir auch alles egal war, außer seiner Authentizität. Das ist Franz Josef Strauß, der hat gesagt, everybody's darling ist auch everybody's Arschloch. Jo. Und das finde ich halt genau passend. Und ich meine, du musst nicht jedem gefallen und ich habe bestimmt Menschen auch, die mich nicht mögen, mag. Das ist dann halt so. Aber ich glaube, indem du authentisch bist, überwiegt immer noch die Zahl der Menschen, die gerne mit dir Zeit verbringen. Vor allem, wenn man ihnen, Hashtag 2, respektvoll begegnet. Ne? Ja. Ja, ja. Ja. Absolut. Also Respekt ist für mich das, also nicht nur das Wahlkampfwort des Jahres, was Scholz ja auch geprägt hat, sondern das, was mir momentan in der Zeit so ein bisschen fehlt, gerade am Anfang von Corona, da sind die Leute noch irgendwie klatschen auf den Balkon gegangen, da habe ich noch gesagt, so, wow, okay, super. Ja, vielleicht hat diese Pandemie eine Sache, die sie gut machen wird, dass die Menschen ein bisschen menschlicher wieder werden und auch mehr Respekt auch vor solchen Berufen wie gerade Pflegeberufe oder auch Kassierer im Supermarkt und so haben, die sich ja für uns einsetzen. Das ist leider in der Pandemie jetzt wieder verloren gegangen. Und ich finde, wir erleben gerade tatsächlich die respektloseste Zeit, die ich hier erlebt habe. Also man mag schon gar keine sozialen Medien mehr öffnen, weil da eigentlich nur noch gebasht wird. Und das finde ich sehr schade. Ja, da sollte man vielleicht mal wieder überlegen, mit wem man zu tun hat und was man sagt und wie man agiert.
Vielleicht hilft ja da auch die Leitlinie, die ich auch habe, ne? Wenn ich Fragen stelle. Ich stelle nur Fragen, die ich selber auch beantworten wollen würde. Insofern, vielleicht ist das ja auch eine schöne Leitlinie. Man schreibt nur das, was man selber auch lesen möchte von sich, über sich. Das kann ja auch ruhig mal kritisch sein, ne? Ist ja gar kein Thema. Also natürlich muss es verschiedene Meinungen geben, sonst haben wir keine Entwicklung. Aber der Respekt, das ist halt eben das, was oft fehlt, ne? Ja, und das ziehe ich auch wirklich durch, wo du es gerade sagst, dass das mit dem Schreiben absolut so und auch, ja, wie kommen immer wieder Marktkräfte zu, die sagen, ja, wir haben so ein tolles Anlageobjekt für Sie und das können Sie doch hier und sage ich mal, nee, es gefällt mir nicht. Und dann sagen die, das muss Ihnen ja nicht gefallen, aber es bringt eine super Rendite, sage ich doch. Wenn ich eine Wohnung kaufe, dann würde ich da auch selber einziehen wollen, weil das ist auch wieder Respekt den gegenüber, also dann entsprechend den Mietern gegenüber, dass man eben sagen würde, ich finde das hier so schön, dass ich gerne jemanden reinlasse. Und merke ich gerade selber, es zieht sich so ein bisschen durch und ich glaube, das ist wichtig, dahinter zu stehen und dann wird das schon irgendwie, ne? Ja. Weißt du denn noch, wo sich unsere Wege getroffen haben? Weil wir kennen uns ja schon massiv lang. Für meine solche. Für deine jungen Jahre, ja. Für meine ist es gar nicht so. Doch, das ist wirklich lang her. Das war tatsächlich noch in, wenn ich das richtig im Kopf habe, in meiner Funktion als Mitglied des BVDW-Präsidiums, ja, hatten wir ein Meeting in diesem Fishbowl oder wie das hieß, bei Denkwerk. Genau. Und da warst du mit dabei und ich war geflasht von dir. Das weiß ich noch sehr genau. Ich habe gesagt, weil ich glaube, das ist auch was ich gut kann, ist so Potenziale einschätzen. Und ich habe gesagt, so heilige. Ich weiß aber, wir waren mit Tanja Fellern, das war gar kein angenehmes Meeting, da bin ich auch mit Tanja sehr aneinander geraten. Das war auch super spannend, weil das hat uns ganz nah zusammengebracht, eigentlich diese Auseinandersetzung. Nachher sind wir zusammengewachsen. Und ich weiß noch, wie wir rausgekommen sind, die bräuchte mein BVDW als Pressesprecherin. Aber nach einer Rücksprache mit Marco Zingler hat der gesagt, nur wenn du unsere Freundschaft aufs Spiel setzen willst, dann mach das. Okay, gut, dann nicht. Echt, das hat der Marco gesagt. Der ist ja auch schon im Podcast gewesen. Hätte ich das mal gewusst, hätte ich den direkt damit konfrontiert. Aber er wird es ja hören. Ja. Er wird es hören, Harald. Und aber ihr hattet ja auch beim BVB, BVB sage ich schon, beim BVDW. Beim BVDW, Bundesverband Digitale Wirtschaft, hattet ihr dann ja auch tolle Pressesprecher. Also von daher, weißt du, ihr habt ja würdige Vertreter, sag ich mal, gefunden, muss man auch sagen. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Nein, wir hatten gute Leute immer, das stimmt. Aber du bist einer der Kontakte, den ich wirklich über die ganzen Jahre auch immer wieder im Blick hatte und auch immer wieder gesehen. Ne? Wir haben uns ja auch auf verschiedenen Netzwerkveranstaltungen gesehen, weil du auch ein Mensch bist, der sich wirklich für Menschen interessiert. Und das finde ich toll. Und das schätze ich auch an dir persönlich. Weißt du, es ist ja das eine, Fragen zu stellen und als Headhunter oder so unterwegs zu sein. Und das andere ist wirklich, oder in dem Fall warst du es ja noch nicht, du warst ja noch Teilmitglied der digitalen Wirtschaft, bist du jetzt immer noch, aber ne, da halt wirklich in Vollzeit. Und du stellst Fragen und man merkt, er stellt sie jetzt nicht, weil er sie muss, sondern weil du es willst. Und ich glaube auch, dass du mit Menschen, denen du keine Fragen stellen magst, auch nichts zu tun hast, oder? Ja, da bin ich auch genauso konsequent. Es gibt wenige Menschen, die ich nicht mag, muss man sagen. Also gerade auch in unserer Branche, aber auch darüber hinaus gibt es eigentlich wenige, die ich nicht mag. Aber die ich nicht mag, die mag ich nicht. Und da möchte ich auch nichts mit denen zu tun haben. Das ist vergeudete Zeit. Negative Energie brauche ich nicht. Braucht kein Mensch. Ja, richtig. Apropos Energie. Beschreib uns doch mal deinen Tag. Wie sieht der denn so typischerweise aus und welche Fragen beschäftigen dich da? Rate mal, wann ich morgens aufstehe. Um 5.14 Uhr. Ah, sehr gut, genau. Das ist ein Teil der Logik hinter unserem Brand. Genau, 5.14 Uhr stehe ich auf. Alle fragen immer, was ist das für eine blöde Uhrzeit? Das liegt daran, dass ich um 5.14 Uhr quasi wach werde, meinen Wecker gestellt habe. Meistens wache ich auf, bevor er losgeht. Und dann habe ich um 5.15 Uhr meine Füße auf dem Boden und beginne den Tag sozusagen. Das ist so eine Marotte von mir. Aber da startet der Tag und Ernsthaft immer. Also am Wochenende natürlich nicht, aber. Echt, ja? Also bisher war es immer so. Ich muss sagen, dass Corona es ein bisschen versaut hat, weil man ja jetzt ja nur noch 5 Minuten irgendwie von Schlafzimmer zum Homeoffice hat und diese Zeit irgendwie mich auch ganz schön müde gemacht hat. Ich weiß auch nicht, aber deshalb gibt es schon mal Tage, wo es jetzt länger ist, aber ich bin kein Langschläfer. Ich bin eigentlich immer sehr früh wach. Heute Morgen war es sogar um 4 Uhr, wo ich wach war, also noch ein dicken früher. Aber das passt dann schon. Genau.
Und ja, also früher bin ich sehr viel gelaufen. Das geht momentan nicht mehr aufgrund eines Rückenschadens, den ich mir bei so Marathon mal zugeholt habe. Aber ich versuche immer noch morgens halt irgendwie ein bisschen sportlich aktiv zu sein und oder zu meditieren oder eben auch viel zu lesen. Also mein Tag startet eigentlich immer damit, dass ich eigentlich grundsätzlich alle Medien erstmal konsumiere. Ja, ganz wichtig, ne? Schröder hat's gesagt: Bild, Bams und Glotze. Ne? Also einmal in die Bild gucken, damit man weiß, wie tickt Deutschland gerade wieder. Ganz wichtig, morgens einmal drauf zu schauen und dann die richtige Lektüre dann mit dem Handelsblatt und dann starte ich so informiert in den Tag. Dann wacht auch langsam so alles hier bei mir zu Hause auf und die Kinder sind im Stress und auf dem Weg zur Schule und so weiter. Genau, und dann geht's dann schon los. Momentan natürlich viel mit Videokonferenzen, früher halt eher mit persönlichen Treffen, die ich natürlich jetzt sehr vermisse. Aber gut, besser. Ich sehe noch Leute über die Videoscreen als andere Menschen, die natürlich den ganzen Tag zu Hause sitzen, keine Kollegen mehr um sich haben und nur noch irgendwie in den Bildschirm alleine reingucken. Das ist, glaube ich, noch einsamer. Wie wichtig ist denn da deine Morgenroutine, die du jetzt gesagt hast, auch für deine Produktivität? Also ist es wirklich wichtig für dich, geregelt Ja. anzufangen? Ja, doch, da bin ich schon sehr, also das siehst du ja schon an diesen 5:14 Uhr, ne? Das ist ja schon ziemlich bescheuert und ein bisschen krank, Nein, das ne? ist doch Aber Branding, hör mal. Wenn deine Firma schon ja, so das, heißt. ja, genau, das stimmt schon. Hättest du ja auch Aber 6:30 Uhr nennen können vielleicht. Das wäre vielleicht ein bisschen freundlicher ja, also gewesen. die Idee kam tatsächlich, also ich wollte ja gar nicht 6:30 Uhr. irgendwie sagen, so ich bin deshalb, ich wach da auf, sondern ich habe wirklich in dem Thema, wo wir dann ausgegründet haben aus der alten Firma mit meinen Kollegen, haben wir halt überlegt, so, okay, was ist es eigentlich? Und ich habe mich gerade zu dem Zeitpunkt sehr viel beschäftigt mit eben genau Menschen, die Morgenroutinen haben. Und wenn du mal guckst, die erfolgreichen Top-Manager, ja, Steve Jobs, Elon Musk, wer auch immer es ist, die stehen alle vor 6 Uhr, aber auch weit vor. Tim Cook steht 4 Uhr morgens auf. Und die beschäftigen sich eben mit sich selbst, machen Sport, haben ihre Routinen, lesen was und so weiter. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ne, wir gucken uns ja gerade Manager an, wir besetzen ne, die Führungskräfte von heute und von morgen. Und da ist heute in der Logik oder in der, wie sagt man, in der Kompetenz auch, die sie haben müssen, ist vor allem auch dieser Selbstzugang, diese Selbstreflexion ja auch super, super wichtig. Und deshalb passte das auch so schön, weil ansonsten, wen interessiert, wann ich aufstehe, aber das passte einfach sehr gut zusammen zu dem ganzen Ja. Thema. Was waren denn für dich damals entscheidende Gründe, warum du in die Personalerbranche gewechselt bist? Was hat dich da hingezogen? Also ganz ehrlich, bin ich da durch einen totalen Zufall reingekommen. Ich habe jahrelang hab ich mich beraten lassen und bin beraten worden in meiner Eigenschaft als Geschäftsführer von einem guten Freund und Personalberater Dwight Cripp. Und als wir 2012 meine damalige Mediaagentur mit dem gesamten Pixelbau-Gruppe an Publicis verkauft haben, war für mich klar, ich möchte nicht in einen Konzern, ich bin kein Konzernmensch. Da bin ich viel zu aktiv für. Und bin dann auf Dwight zugegangen und der hat gesagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn du zu uns an Bord kommst? Und wir haben so viele Leute, die jetzt gerade das ganze Thema digitale Transformation angehen, die Teams aufbauen wollen und so weiter. Deine Kompetenzen sind doch da super. Und mein erster Gedanke war so, ich und HR, was habe ich denn damit am Hut? Wenn du dann irgendwie 18 Jahre operativ irgendwie Digitalfirmen gemanagt hast, ich habe es nicht gesehen. Ja, und er hat da wirklich ein gutes Auge gehabt, hat gesagt, nee, das ist dein Thema. Du hast es im BVDW, hast du diese ganzen Personalthemen doch besetzt. Du hast das Thema, damals hieß es ja noch Bildung und Personalberatung, steht jetzt heute Arbeitswelt und Zukunft ja auch gegründet und geprägt. Und mein erster Gedanke war, ach ja, eigentlich, warum nicht? Mit spannenden Leuten reden und so, das kann ich ja und das mag ich auch. Ich schaue es mir mal an. Ja, worst case, ich habe meinen goldenen Fallschirm, weil ich hätte einfach eins der Mandate genommen, hätte mich selber darauf besetzt und wäre zurück ins Operative gegangen. Aber Dwight hat da bin ich ihm heute noch sehr dankbar für, echt ein gutes Auge für gehabt, weil das ist tatsächlich, ich habe viele Sachen in meinem Leben gemacht, aber das ist definitiv der Beruf oder die Funktion, die mir am meisten Spaß macht, weil es genau dieses Digitale, wo ich ein totaler Nerd bin, ich bin ja auch ein totaler Apple-Fanboy und alles, ich muss immer alles ausprobieren, aber eben auch den Menschen dabei habe und genau diese beiden Sachen zusammen verbinde und das ist absolut mein Traumberuf. Toll. Und wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du dann die Seiten gewechselt hast? Weil jetzt löst du ja ganz offiziell auch seit vielen Jahren ein ganz großes Problem deiner früheren Branche, nämlich Fachkräftemangel.
Ja, das ist noch schlimmer geworden als früher, genau, ja. Das war ja übrigens da, damals auch der Grund für mich, in BVDW reinzugehen, 2002. Ich kam gerade aus LA wieder und sollte hier in Deutschland eben für ein Suchmaschinenunternehmen Leute einstellen, habe gemerkt, da ist überhaupt nichts. Nach dem Bubble Burst ist rausgekommen, okay, die Makler und Fleischer, die wir vorher in der Branche hatten, die sind vielleicht doch nicht so gut. Wir bräuchten mal gelernte Leute und die waren nicht da. Ne? Deshalb habe ich mich mit dem Thema tatsächlich sehr früh schon beschäftigen müssen. Und ich habe auch im Vorfeld zu diesem Rollenwechsel habe ich mit Menschen, die mich kennen, besser und schlechter kennen, gesprochen. Einfach mal wahllos 5 Leute rausgefischt. Also zum Beispiel so ein Stefan Keuchel, ne, kennst du wahrscheinlich auch, Pressesprecher früher bei Google, ja, jetzt ganz frisch bei New Work oder Xing. Und habe ihn mal gefragt, sag mal, wie siehst du das? Ist das eigentlich das Richtige für mich? Und das habe ich auch später nochmal gemacht, als ich mich die Frage nochmal gestellt habe nach ein paar Jahren. Und er sagte, Gott im Himmel, wenn du mich fragen wirst, wer soll Personalberater werden, dann bist du der Erste, an den ich denke. Naja, okay. Also es war dann ganz interessant, dass die Reflexion eigentlich von außen war so, ja klar, das ist doch dein Job. Warum? Du machst es doch heute schon die ganze Zeit. Also der Hintergrund, ne, ich habe auch schon viele Leute damals auch Richtung Google und so gebracht, ohne dafür Geld zu kassieren. Und siehe da, man kann da Geld mit verdienen. Wie praktisch. Mit dem, was einem Freude macht und mit dem, was einem Ja. liegt. Ja, ist eigentlich keine Arbeit, ja. Das Es ist ein ist eigentlich reines Privileg. Vergnügen, ja. Ja, es ist auch ein Privileg, ne? Wirklich, Total. sag ich mal, den Job ausüben zu können, mit dem du tatsächlich auch dein Brot verdienst. Und dann ist es halt etwas, wofür du so leidenschaftlich brennst, ne? Wenn du, Absolut, absolut. ja, du hast ja mit 23, hast du ja schon mal gegründet. Da habe ich jetzt richtig recherchiert, alles klar. Und wofür bist du denn damals angetreten? Was hast du denn da gegründet? Ich habe damals meine erste Firma gegründet. Das war eigentlich auch ein bisschen durch den Zufall. Ich habe neben dem Studium habe ich bei Mannesmann Mobilfunk damals gearbeitet, also heute, ne, D2, also Telekommunikation. Habe das ganze Thema Mobile Data hat mich fasziniert. Ich bin da sehr früh eingestiegen in diese ganzen Nokia Data Geschichten und bin dann eigentlich durch den Zufall an einen Großkunden gekommen, der gesagt hat, Mensch, Sie sind irgendwie der Einzige, der einen beraten kann. Haben Sie nicht Lust irgendwie für unseren Konzern diese Mobile Data Beratung zu machen? Und ja, so bin ich dort eingestiegen und habe den ersten Großkunden, habe damals nur Großkunden und VIP-Kunden, also hatte so ganz spannende Kunden wie den Sultan von Brunei oder das englische Königshaus und habe da eben so Mobile Data Beratung gemacht. Und das war mein Einstieg in dieses Digitale und damals wie alle, ne, Quereinstieg. Also ich habe ja weder keine Informatik oder sowas, ich habe Coden gelernt, selber autodidaktisch und habe halt solche Sachen gemacht. Und ich finde das immer ganz lustig, wenn du das so auch vor Studenten in den Vorlesungen erzählst. Ja, ich habe damals irgendwie ja die mobilen Daten von dem, also die Wärme des Motors vom Speedboot hoch an den Hubschrauber geschickt von dem Sultan und sowas. Und dann da die, ja, wie ging das denn damals? Ja, also ja, 9600 Baud pro Sekunde hatten diese Nokia Data Cards und es ging trotzdem unvorstellbar bei der Datenmenge, die wir irgendwie rumschifften. Aber das war eine Zeit, wo du einfach nur frickeln musstest. Ne? Heute sehen die Leute nur irgendwie, what you see is what you get und denken so, ne, das Internet ist doch da. Und deshalb habe ich es in meinen Vorlesungen auch immer angefangen mit, ich erkläre euch mal, wie überhaupt so eine Werbung auf eine Webseite kommt. Ja, obwohl das gar nicht Teil der Online-Marketing-Vorlesung war. Aber ich habe immer gesagt, wenn ihr das nicht versteht, wie die Technik dahinter ist, dann könnt ihr auch nicht gut sein. Und ich glaube, das hat die Kolleginnen und Kollegen geprägt, die so wie ich in den 90er Jahren in dieses Digitalgeschäft eingestiegen sind, weil wir haben unsere Rechner noch zusammengebaut und nicht irgendwie geklebte Rechner abgeholt, die du heute ja gar nicht mehr Wisst noch, anfassen wie sie von kannst. innen aussehen und ihr könnt auch Kabel verlöten, wenn man sie dann wieder öffnet. Genau. Und Sehr schon schön. verbrannte Finger und alles, ja. Ja, und wenn du jetzt 27 Jahre weiter denkst, was wäre denn noch sowas, wo du richtig Bock hättest, das zu gründen? Also jetzt mal fernab von irgendwelchen Überlegungen, so einfach so raus aus der Hüfte rausgeschossen. Wenn du jetzt nicht scheitern könntest, was würdest du gründen wollen nochmal in deinem Leben? Och, da gibt es vieles. Eine Sache, mit der ich mich gerade beschäftige, ist tatsächlich einen Buchladen zu gründen oder zu übernehmen, weil ich das total spannend finde und da inspiriert worden bin, dass das doch eigentlich ganz cool ist. Und das Tolle, wenn man einen Buchladen hat, dann braucht man sich die Bücher nicht mehr zu kaufen, weil da hat man einen direkten Zugang. Das finde ich total spannend. Also das ist tatsächlich eine Idee, die ganze Zeit in mir rumschwirrt und wo ich mich auch, wenn ich mal Zeit habe, mit beschäftige. Und das lasse ich auch nicht aus den Augen. Das ist definitiv was ich gerne machen würde. Und ansonsten gibt es, glaube ich, tausend Sachen, die mich gerade beschäftigen. Also das ganze NFT-Thema finde ich super, super spannend, was eben auch die Kunst und das Digitale jetzt verbindet. Da habe ich mich jetzt auch so reingefuchst. Das war echt da bin ich fast dran gescheitert, muss ich sagen.
Also ich war wirklich Verzweiflung, wollte alles hinschmeißen, habe gesagt, nee, das kann nicht sein, dass ich das nicht hinkriege. Und dann habe ich mir wirklich so 2 Tage, Tag und Nacht da dran gesetzt, bis ich endlich gerafft habe, warum das geht. Das ist echt, echt ein komplexes System, leider Gottes noch. Aber ich glaube, da sind so viele neue spannende Sachen. Genau. Also ja. Weil halt so viele verschiedene Plattformen da sind, du hast halt noch ein sehr heterogenes Umfeld. Und das mal zu schnallen und warum da jetzt Geld drauf ist und dann hinten aber das nicht darüber geht und warum du da wieder was konverten musst und so. Das war echt so, es war nochmal wieder so eine Herausforderung fürs Hirn, aber ich glaube, das wird auch ein super, super spannendes Segment. Und wir sehen ja, die ersten Marken wie Adidas gehen jetzt ja auch auf das Thema. Und das wird, glaube ich, echt spannend zu beobachten, was da die nächsten Jahre passiert. Kommen wir zurück zur Gegenwart und dazu Frage, welche Rolle spielt dein Mut zur Persönlichkeit jetzt in deinem Alltag? Hast du da auch so ein paar Beispiele? Naja, weißt du, jetzt auf meiner Seite, weil ich sag mal, also wir haben ja jeden Tag mit Persönlichkeiten zu tun. Ja? Wir besetzen Führungspositionen mit einer Digitalkompetenz und wir müssen für unsere Kunden ja einschätzen, ob wir der Persönlichkeit zutrauen, diese Führungsrolle zu übernehmen, ja oder nein. Das heißt, wir müssen uns den ganzen Tag mit Persönlichkeit und Persönlichkeiten und mit Persönlichkeitsschematiken eben auseinandersetzen. Wir nutzen auch Personaldiagnostik, um uns da auch von der psychologischen Seite her zu unterstützen. Haben da auch die ganzen Zertifikate für gemacht und so. Das heißt, wir haben den ganzen Tag eigentlich mit nichts anderes zu tun, mit Persönlichkeit. Und für mich ist eben genau das, wie authentisch ist jemand? Wie viel Mut hat er denn, seine Persönlichkeit wirklich zu stehen? Oder knickt er ein, wenn ihm Gegenwind kommt und integriert er sich doch das Ganze? Kann ein Konzernmensch auch in einem Startup reingehen oder in den Mittelstand? Kann ein Mittelständler auch erfolgreich dann selber gründen und so weiter? Also das sind alles Themen, die uns natürlich jeden Tag beschäftigen und wo wir auch, wo es ja die Kunst ist letztendlich auch vor uns, dafür vertrauen uns ja auch unsere Kunden, dass wir eben das richtig einschätzen können, welche Persönlichkeit dahinter steht und wie der tickt und ob der stressresistent ist und so weiter und so fort. Eine Agilität ist ja auch so ein Buzzword oder Resilienz, ne? Also all das sind ja so Themen, die damit reinspielen. Und für mich, wie gesagt, auf meiner Seite ist es halt authentisch zu bleiben, ne? Und heute Morgen habe ich mit einem Kandidaten gesprochen und ich habe auch zum Schluss gesagt, so, stell dir eine Frage, wenn du nicht möchtest, brauchst du mir nicht beantworten, ich bin total neugierig. Ja, ich sehe mir dein Baujahr an, du hast mir erzählt, wann du ungefähr Familie hattest, ich gucke mal das Alter deiner Kinder an, was auf deinem Lebenslauf steht und denke mir, hast du deine Freundin auch in der Schule kennengelernt, so wie ich? Ja, und das ist halt, ja, und er sagt, guckte mich auch an und sagte so, ja klar, sag ich dir das gerne. Und das ist, glaube ich, das, was ankommt, weil er gemerkt hat, es interessiert mich. Es hat nichts mit dem Bewerbungsverfahren zu tun, aber ich wurde einfach neugierig. Und das war ein sehr, sehr nettes Gespräch, wo wir festgestellt haben, wir sind nicht nur ein Bauer, sondern wir haben wirklich viele, viele Parallelen, die auf unserem Weg, obwohl der total unterschiedlich ist. Und das finde ich irgendwie total spannend. Ja, weil einmal ist es ja so, dass du natürlich den Mut zur Persönlichkeit erkennst, ne? Also bei den Bewerberinnen und Bewerbern oder potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten, ne? die du halt eben auch vermittelst. Ja. Aber du legst ja auch selber Mut zur Persönlichkeit an den Tag. Da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus. Und hast du denn auch schon mal Mandate abgelehnt, weil die einfach nicht gepasst haben? Ja, sehr oft. Muss man immer aufpassen. Das ist ja so ein schmaler Grat auch. Ne? Also das, mir ist es immer wichtig, dass die Kunden, mit denen ich spreche und wo ich ein Mandat ablehne, auch verstehen, warum ich es tue. Und das nicht heißt so, oh guck mal, der Fortmann, der ist jetzt satt, der muss gar nicht mehr was annehmen. Das stimmt. Wir freuen uns über jeden Kunden grundsätzlich, über jedes Mandat und über jede Herausforderung dort, jemand Passendes zu finden und dieses Puzzlestück dort einzufügen. Aber es gibt einfach Mandate, die wir ablehnen, nicht aus Disrespekt dem Kunden gegenüber, sondern aus Respekt unseren Kandidaten gegenüber. Und die meisten Kunden verstehen das. Es gibt welche, die da ein bisschen verstört sind, weil sie das immer nicht verstehen, weil sie sagen, aber wir zahlen dich doch. Und ja, also der Kunde zahlt uns, der Kandidat zahlt uns nicht. Ganz im Gegenteil. Aber wir haben, und das ist, sage ich wir, weil das für meine Kolleginnen auch alle so gilt, wir haben eine Verantwortung auch unseren Kandidaten gegenüber. Wir holen die im Regelfall ja aus einem bestehenden Job raus. Also ganz selten ist mal jemand, der sowieso gerade nichts vorhat, aber die meisten sind ja in einem Job und wir sagen denen, hey, wir haben was, da ist das Gras noch viel grüner. Und wenn ich nicht sicher sein kann, dass das Gras wirklich grüner ist und der Kandidat auch wirklich da reinpasst, kulturell sich wohlfühlen wird und auch nach 100 Tage, wo wir unser Feedbackgespräch haben, aber auch nach 2 Jahren, wir sagen, danke Harald, dass du mich dorthin gebracht hast, mache ich es nicht. Ja, und da ist auch wieder genau dieses genau, was ich zu den Wohnungen so gesagt habe. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, würde ich diesen Job gerne machen wollen? Und wenn ich die nicht mit Ja beantworten kann, dann lasse ich es und lehne dieses Mandat ab. Das ist einer der Hauptgründe. Dann gibt es noch Gründe wie,
ja, wir hätten gern Chief Technology Officer für 80.000 Euro, gibt einfach der Markt nicht her. Ja, und dann nehme ich auch so ein Mandat nicht an, weil wir stellen dann sofort eine Rechnung und wissen dann von vornherein, wir können es gar nicht besetzen zu den Bedingungen. Das macht natürlich auch wenig Sinn. Also da sind wir sehr ehrlich und sehr ja, nah am Markt, und wir nennen uns ja nicht umsonst Personalberater und nicht Vermittler, weil wir wollen ja auch beraten. Und das eben beiden Seiten, Kunde und Kandidat, und das machen wir sehr, sehr transparent. Und der eine oder andere Kunde ist schon mal verstört und sagt so, boah, sie sind aber ganz schön nah an den Kandidaten dran. Ja, sind wir. Ja. Und wenn ich irgendwo reinkomme und die Kandidatin, was jetzt in dem Fall mir am Hals fällt, weil wir es uns zum ersten Mal jetzt zum Beispiel gesehen haben, weil wir es in Corona besetzt haben, und meine Kundin mir dann sagt so, oh, ihr seid aber eng zusammen. Ich sage, ja, siehst du mal, wie du auch eine Verbindung trotz Kamera nur aufbauen kannst, und jemand sich einfach freut und sagt so, oh, endlich lerne ich dich mal persönlich kennen. Das ist ja toll, und das ist für mich die größte Super. Auszeichnung. Ja, es ist ja auch ein hochsensibles Geschäft, sag ich mal in Anführungsstrichen, ne? Da geht es ja auch um Ja. Existenzen. Also da geht es ja Ja. auch darum, und je, sag mal, du punktest da natürlich auch als Harald, muss man auch ganz klar sagen. Weil es gibt, glaube ich, auch andere in deiner Branche, die sind dann vielleicht nicht so nahbar oder können sich dann vielleicht auch nicht so herzlich Ja. interessiert ausdrücken wie du. Das ist natürlich schon auch eine Gabe, das muss man schon auch sagen, ne? Und das ist, glaube ich, auch in dieser ganzen New Work-Szene sowieso kommt es darauf an. Da braucht es nämlich ganz viele Haralds. New Work ist ja auch eine Philosophie, die du nicht nur predigst, sondern vor allem ja auch selber vorlebst, ne? Erzähl uns doch mal, wie du selbst New Work definierst. Ja, das Schöne ist übrigens, bei uns gibt es zwar nur einen Harald, aber dafür gibt es noch eine Daniela und eine Christine und eine Vera und eine Andrea, und die sind auch ganz toll. Das ist ja das Tolle. Wir lieben das nämlich alle, weil genau, weil für uns war das wichtig, und das war ja der Gedankengang, der damals auch bei der Gründung oder der Ausgründung von 514 entstanden ist. Das war ein Zeitpunkt, einer dieser Zeitpunkte im Leben, wo ich auch nochmal viel reflektiert habe. Meine Mutter war gerade verstorben, und die Konstellation, die ich vorher hatte, passte aus verschiedensten Gründen nicht auf der persönlichen Ebene. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns das zusammen machen. Das sind ja meine engsten Kolleginnen auch in der Firma davor, mit denen ich das zusammen mache. Und wir haben gesagt, wir wollen bestimmte Sachen ändern. Wir wollen nicht nur dieses New Work predigen, was ich ja auch im BVDW seit Jahren mache, sondern wir wollen es leben. Ja. Das heißt, wir haben keine Urlaubsanträge oder so ein Kram. Jeder kann arbeitet wann und wo er will, und wir wissen alle, am Ende des Tages wollen wir erfolgreich sein. Und was mir wichtig war, und da bin ich damals eben auch auf meine Kollegin zugegangen, habe gesagt, hör zu, ja, ich habe keine Lust, der Chef zu sein, und ihr seid die Kollegin oder Mitarbeiterin. Ich mache mir die Taschen voll und ihr könnt arbeiten. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern ich will, dass wir es gemeinsam machen, und ich will eine Partnergesellschaft. So. Das geht nicht, weil der Personalberater ist kein freier Beruf. Das heißt, rein rechtlich dürfen wir es nicht sein, aber das ist genau das, was wir intern leben. Das heißt, wir sind alle Partner. Wir machen das auf Augenhöhe. Jeder hat andere Kompetenzen. Ne? Der eine ist dort besser, der andere da. Ich habe natürlich irgendwie mehr Erfahrung, was Unternehmen führen und sonst was angeht, aber das ist völlig egal, weil wir ergänzen uns, und in dem Job, den wir machen, nämlich Personalberater, sind wir alle super. Und das ist das eigentlich, was uns so zusammenführt, und was eben auch dieses New Work eigentlich bestimmt, weil dadurch hast du Vertrauen, eine der wichtigsten Basen dann eben auch für New Work, wo du dann auch sagen kannst, Arbeitszeit, Arbeitsort und so weiter und so fort spielt keine Rolle mehr. Und ich glaube, das ist das Immanente, was wir hier haben. Und uns war allen wichtig, wir wollen was zurückgeben. Ja, weil, also das Purpose-Thema, klar kannst du sagen, hey, wir bringen Kandidaten in neue, tolle Jobs, die können dadurch sich ein Haus kaufen, whatever. Das kannst du dir alles schönreden. Aber letztendlich erfüllt ein Personalberater eine Funktion, die, wenn sie es denn könnten oder die Kompetenz auch für das Thema und sowas, hätten ja die Firmen selber machen können. In der HR-Abteilung müsste ja diese Position auch besetzen können. Aber aus verschiedensten Gründen macht es eben auch Sinn, einen Personalberater zu nehmen. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen was zurückgeben und haben uns darauf geeinigt, dass eben 14% unseres Gewinns jedes Jahr an karitative Zwecke geht. Und da setzen wir uns auch immer zusammen, sowohl eben wir alle, wir Partner, wie auch unser Beirat. Und die dürfen auch einen Input geben, was tolle Organisationen sind. Und dann spenden wir dort eben hin und freuen uns, wenn dann eben auch Feedbacks ganz tolle kommen von diesen Organisationen, und schicken das auch unseren Kunden und sagen, hey, danke, weil letztendlich mit deinem Honorar hast du das ermöglicht. Und die finden das auch ganz toll. Die sagen Ja. so, ach, das ist ja klasse. Ja, das kann ich mir Das ist vorstellen. vielen gar nicht mehr bewusst. Ja, gerade Kunden, die seit Jahren mit mir zusammenarbeiten, sagen so, ach ja, Mensch, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist ja cool. Ja, und das ist, Ja. glaube ich, schön. Ja. Fünf Partner oder PartnerInnen und 14 Charities, also 514 ist da Programm, ne? Genau. Genau, das sind die fünf Partner, aber noch nicht ganz Dann geklappt. noch Also da nicht sind wir ganz. noch ein bisschen dran, aber ja, Ja. genau. Wir haben zwei Kannst gerne freie einen drin, Call to aber das Action ist. loswerden. Wen suchst du denn?
Immer Her damit, gerne. her damit. Wir suchen sowohl ein, zwei junge Menschen. Wir wollen keine 20, 30 machen. Das ist uns wichtig. Wir sind ganz nah an den Kunden dran und du kannst nicht skalieren. Du kannst nicht auf einmal 20 Mann haben, weil da hätte ich keine Zeit mehr zum Kunden zu gehen. Das wollen wir gar nicht. Aber wir bräuchten ein, zwei junge Menschen, die Lust haben, eben quasi sozusagen von uns zu lernen und mit uns groß zu werden und dann eben auch eigene Verantwortung zu übernehmen. Und so ein, zwei Partner, die einfach noch so ticken wie wir, hätten wir schon noch Lust drauf. Das wäre schon ganz spannend. Und die müssen natürlich digital und Mensch mögen und können und dann passt das schon. Ja, okay. Also, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt mir schreiben oder direkt dem Harald. Der ist auch überall genau, erreichbar. So sieht's aus. Aber ich musste gerade tatsächlich ein bisschen schlucken, weil du hast über Arbeitsort und Arbeitszeit gesprochen, die eigentlich komplett egal sind, wenn man denn dann eben auch à la New Work ein gemeinsames Verständnis hat, wo man und wofür man arbeitet. Was sind denn Argumente, die dafür sprechen, dass man zum Beispiel einen Arbeitsvertrag ohne Arbeitszeiten versieht? Also da gibt es ja auch Bedenken. Also auch zum Beispiel, ich habe gerade auch ja meinen ersten Arbeitsvertrag geschrieben für meine Kollegin und da steht natürlich auch noch eine Arbeitszeit drin. Ne? Da frage ich mich jetzt, Mist, soll ich das mal nicht machen? Harald, was sagst du? Wie macht das jetzt? Also letztendlich brauchst du es, glaube ich, nicht, weil also ich meine, also rein rechtlich ist es natürlich immer ein Thema, du musst es reinschreiben, weil die Flexibilität ja so gar nicht gegeben ist. Irgendwas musst du reinschreiben. Da sind wir ja noch nicht ganz so weit mit dem deutschen Recht. Aber ist ja die Frage, wie du es lebst. Und ich glaube, das Wichtige ist ja dieses Verständnis, also wenn du Menschen hast, die Lust an ihrem Job haben und dort erfolgreich sein wollen und was bewegen wollen, dann hast du eigentlich jemanden, der seinen Job machen wird. Und letztendlich, und gerade bei uns in unserer Branche noch mehr als in anderen Bereichen, das kannst du ja nicht überall machen. In der Produktion kannst du nicht sagen, oh, ich komme heute Abend mal, ja, wie hast du um 23 Uhr in der Produktionsstraße. Wenn der Kollege morgens um 11 da ist, dann nicht hin mit den Schrauben. Ja. Aber bei uns ist es ja oft so, dass wir auch abends mal Gespräche haben oder teilweise auch mal, Gott sei Dank relativ selten, mal samstags oder sonntags. Und diese Flexibilität muss da sein, die muss dann auch erbracht werden. Und dafür kann man auch mal sagen, nö, Mittwochnachmittags, da gehe ich mit meinem Sohn auf den Golfplatz. Oder freitags gehe ich mit meiner Tochter schwimmen oder sonstiges. Also das, diese Freiheit ist da. Wir haben bei uns auch alle Kinder. Und dementsprechend brauchen wir ja auch diese Flexibilität. Nicht nur die Mütter, sondern auch ich als Vater möchte natürlich auch mal Zeit mit den Kindern verbringen. Das ist wichtig. Und ich glaube, dass das ganze Thema Arbeitszeiten muss nicht mehr reguliert werden, sondern man muss eine Verständigung haben und ein gemeinsames Verständnis auch, wann und wie man zusammenarbeiten will. Und das kann zwischen zwei Menschen passieren. Das muss nicht in einem Vertrag stehen. Ja, auch unsere Verträge, also wir arbeiten ja immer mit so lustigen Sprüchen auf unseren Titelblättern und auf unseren Verträgen steht ein weiser Spruch, da steht nämlich drauf, Vertrag kommt von Vertragen. Und so sieht auch unser Vertrag tatsächlich aus, der ist auf das Minimum so, ne, Datenschutz und so weiter runter dezimiert, aber wir haben viele Sachen, die du in einem normalen Personalberatervertrag finden würdest, haben wir nicht drin, weil wir sagen, wir wollen unseren Kunden keine Vorschrift machen, ja, sondern wir beschreiben, wie wir zusammenarbeiten und wir haben eben die rechtlichen Voraussetzungen drin, wie eben zum Beispiel Gerichtsstandort oder Datenschutzklausel und mehr eben nicht. Mhm. Ja, und da sagen viele Kunden, aber der Vertrag ist, wo sind die AGBs, haben wir nicht. Bei uns ist Handschlag, da sind wir ganz hanseatisch. Mhm. Aber wenn das Vertrauen nicht funktioniert, dann vertraut auch dann funktioniert die Zusammenarbeit mit einer Beratung auch nicht. Ja, ja. Ja, wie siehst du denn die Trennung von Privatleben und Berufsleben? Ist das überhaupt noch ein Zukunftsmodell aus deiner Sicht als Experte für die Arbeitswelt der Zukunft? Ehrlich gesagt, nein. Also auch dieser Spruch von Work-Life-Balance, glaube ich schon seit langem nicht mehr dran. Das ist Quatsch. Es ist Work-Life-Integration. Ja, du integrierst dein Arbeitsleben in dein Privatleben, nicht andersrum, ganz wichtig. Weil das Privatleben muss schon noch im Vordergrund stehen. Ja, das heißt, du musst Zeit für deine Familie, du musst Zeit für deine Eltern haben, die vielleicht mal krank werden oder sonstige Themen. Also das muss immer die Priorität Nummer eins sein. Und dann integrierst du in dieses Privatleben, integrierst du deine Arbeitszeit. Und wenn das so läuft, dann klappt das auch eigentlich ganz gut. Und ich finde auch diese ganzen Buzzwörter, die jetzt auch im Rahmen von New Work teilweise bemüht werden, wie Workation, ja, Bullshit. Ja, also wenn du deinen Job liebst und gerade wenn du selbstständig bist, dann hast du dein Leben lang Workation gemacht, ja, weil dann reagierst du auch mal im Urlaub auf eine E-Mail, auf einen Anruf oder sonst. Das macht mir zumindest nichts aus. Wenn ich es nicht möchte, drehe ich mein Telefon ab. Also wenn ich gerade irgendwie, keine Ahnung, auf der Achterbahn mit den Kindern bin, dann mache ich halt, gehe ich nicht ran oder stelle das Telefon aus. Kann man ja alles machen, hat auch jeder Verständnis dafür. Und ich glaube, das ist wichtig, dass sich das etabliert, dass
dass man ja diese Flexibilität lebt, aber nicht eine Trennung. Ja? Mhm. Also die Idee, die damals VW, glaube ich, war es, man hatte um 18 Uhr die E-Mail-Server auszuschalten und die Leute gehen dann auf Gmail, um dann ihre Mails zu erledigen. Ja, das ist ja krank. Also das will ja gar keiner. Ne? Und das ist immer so, frag doch mal die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, wie sie zusammenarbeiten wollen, statt denen einfach was vorzuschreiben, was sie vielleicht gar nicht wollen. Ja, 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 genau. Ich meine, es gibt ja auch extrem viel auch Energie, ne, durch dieses selbstbestimmtes Arbeiten. Aber es ist auch ein bisschen Typsache. Erlebst du es auch, dass manche Menschen überfordert sind, also da vielleicht auch gar nicht mitkommen und es gerne mögen, wenn sie halt eben ein Raster vorgelebt bekommen oder auch vorgesagt bekommen? Ja, absolut. Also wir erleben es jetzt, sage ich mal, nicht im direkten Umfeld, weil die Menschen, die wir suchen, also wir haben ja immer früher gesagt, Führungskräfte mit einer ausgewiesenen Digitalexpertise, das kannst du heute gar nicht mehr sagen, weil was ist Digitalexpertise heutzutage? Aber es sind vor allem Menschen, die ja Veränderungen lieben und Neues ausprobieren wollen, Mut haben und sowas. Deshalb haben wir diese Menschen relativ selten, beziehungsweise die werden bei uns nicht bestehen, aber ja, sie gibt es. Und gerade wenn wir Firmen auch beraten zu anderen Themen, Restrukturierungsmaßnahmen, neue Integration von zum Beispiel Digitalabteilungen und wir dann die Org-Charts verändern, dann haben wir natürlich auch mit diesen Menschen zu tun. Und das ist ganz wichtig, dass sie abgeholt werden. Und diese Debatte fehlt mir zum Beispiel ja auch in dieser ganzen Remote-Debatte jetzt durch Corona. Ja, wir geben unsere Büros auf und alle können von zu Hause aus arbeiten. Nein, nein, nein. Also ganz großer Fehler. Es gibt Menschen, die wollen nicht zu Hause arbeiten. Die wollen im Büro sein. Die brauchen die Umgebung. Oder die können es auch nicht anders, weil sie vielleicht nur eine 18-Zimmer-Apartment haben, wo sie am Küchentisch sitzen und abends Rückenschmerzen haben, weil sie eben keinen vernünftigen Stuhl haben. Und ich finde, das ist eben genau das Thema. Ja, sprecht mit den Leuten, fragt sie, was wollt ihr eigentlich? Also nicht basisdemokratisch, sondern einfach mal erst zuhören, dann sprechen. Es gibt so ein chinesisches Sprichwort. Man hat zwei Ohren und zwei Augen, aber nur einen Mund. Das hat seinen Grund. Ja, deshalb erstmal zuhören, zuschauen, diese Empathie fliegen lassen und dann kann man eben sagen, okay, das ist das, was wir daraus gelernt haben und wie wir eigentlich die Arbeitswelt nach Corona zum Beispiel gestalten wollen. Und wir begleiten gerade viele Kunden genau bei dieser Überlegung. Ja, können wir Arbeitsräume abschaffen? Brauchen wir überhaupt noch einen Arbeitsplatz oder brauchen wir nicht eine ganz andere Form der Zusammenarbeit? Das sind ja alles Fragen, die sich gerade viele Kunden auch stellen. Ja, was beobachtest du denn da im Markt, also grundsätzlich für eine Entwicklung? Ist es so, dass es zukünftig mehr Wohnräume gibt, weil Büroräume werden dann umfunktioniert? Gibt es noch diese riesen Headquarter? Weißt du, ich denke an diese ganzen tollen Neubauten auf Microsoft in München oder so, weißt du, das ist ein Hammer-Ding. Und ich mir so, die sind ja jetzt komplett verwaist oder größtenteils. Waren sie zwar vorher schon, weil es ja hauptsächlich vertrieblich ist, aber da ist es mir wirklich wie Schuppen von Augen gefallen. Was gibt es denn da für Tendenzen im Markt? Ja, also was wir klar sehen und auch mit vielen Kunden besprechen, ist beim Auslaufen des Mietvertrages oder eben auch schon vorher eine absolute Reduzierung der Arbeitsfläche. Ja, da führt gar kein Weg dran vorbei. Das ist massiv, das sehen wir so bis zu 50% bei manchen Unternehmen. Ja, ich habe gerade auch mit einer Anwaltskanzlei gesprochen, die auch im Digitalen unterwegs sind, und der sagt auch, wir haben 50% unserer Fläche jetzt vermietet, weil die meisten Kollegen auch jetzt und auch in Zukunft von zu Hause aus arbeiten werden. Ja. Und viele führen Buchungssysteme ein, wo du die Tische buchen kannst und du hast dann eben so ein Floating Desk, der mal heute mal da, übermorgen mal da, was super, super Übungsmethodik auch ist für Agilität, ne? Weil auf einmal sitzt du nicht mehr in deiner Abteilung mit deinen Kollegen, die du seit 20 Jahren kennst, sondern bist halt jeden Tag irgendwie woanders oder der Geschäftsführer sitzt mal auf deinem Platz und huch, aber da sitze ich doch jeden Tag, ja, nee, aber heute nicht. Genau, und das ist schon ein absoluter Trend und auch das Coworking-Thema wird aufblühen, bis zum geht nicht mehr. Also ich glaube, WeWork hatte eine harte Zeit, wird aber die goldenen Zeiten vor sich haben, weil das ist ein absolutes sinnvolles Trendthema, dort neue Teams reinzusetzen oder eben auch zeitweise zu arbeiten in verschiedenen Locations und so. Also das sehen wir auf jeden Fall kommen, dass sich das verändert und der Arbeitsplatz verschwindet und dafür entstehen Kommunikationsräume und Plätze und sowas, also wo man eben untereinander oder mit Videokonferenzen natürlich auch in singulären oder auch in Tandem-Boxen irgendwie drin setzen wird, um eine Videokonferenz zu machen oder sonst ist. Aber dieser Arbeitsplatz, wo ich meine E-Mails bearbeite und abends nach Hause gehe, das hat keine Zukunft und wird auch vielleicht auch dazu führen, wenn wir jetzt Richtung Immobilien schauen, dass wieder ein bisschen Landflucht entsteht und die Städte ein bisschen entzerrt werden, was ja, glaube ich, auch ganz gut wäre, wenn man sich die Mietpreise so anschaut, die ja kein Mensch mehr bezahlen kann.
Ja gut, der Speckgürtel um Köln zum Beispiel, der ist auch ganz schön speckig. Ja, Da genau, steigen die der Preise am Land Speckring wird auch immer schon, ne? größer. Der Ja. Speckring, der wird größer, ja. Ja, Ja. spannend. Also ich finde das total spannend. Ich habe dann auch immer den Spruch für mich, Flexibilität am Arbeitsplatz ist Flexibilität im Kopf. Weil es ist tatsächlich so, ich bin ja auch seit 5,5 Jahren im Coworking, habe jetzt schon, jetzt seit 1,5 Jahren habe ich ein festes Büro, also jetzt, wo ich auch drin sitze, aber kann trotzdem und wechsle auch oft meinen Arbeitsplatz, weil ich dann vielleicht gerade einfach in der Stimmung bin und ich mache es auch manchmal absichtlich, weil sich auch mal zu reduzieren und nicht alles um sich herum zu haben, das hilft, ne? Also mal auch klare Absolut. Gedanken zu kriegen, ne? Und ich finde, das ist total zeitgemäß, auf jeden Fall, ne? Ja, sich da zu entschlacken. Aber sag mal, das ist ja auch diese ganzen Veränderungen, die machen ja auch was mit einem, ne? Also wie bleibst du denn da gelassen? Also woher schöpfst du denn deinen Mut, den du in deinem Leben und bis jetzt auch ja, an den Tag legst, an seine Mutquellen? Ach, ich glaube, das ist das, was ich auch eingangs sagte. Wenn du eine gewisse Erfahrung, ein gewisses Alter dann auch erreicht hast, dann wird man ja weiser, ne? Und man muss auch nicht mehr irgendwie alles mitmachen und so. Und glaube ich, man kann auch besser Abstand noch von Sachen nehmen. Und für mich ist es immer wichtig gewesen, wenn ich zurückblicke, bin ich stolz auf das, was ich geleistet habe und habe ich irgendwie eine Spur gelassen. Und deshalb habe ich das ja auch so immer so gerne gemacht mit der Lehre, ne, ob das jetzt an der Uni oder bei der DDR oder sonstiges war. Es hat einfach viel Spaß gemacht, auch so ein bisschen von meinem Wissen irgendwie weiterzugeben. Ich habe gesehen, du hast den Fabio Ziemsen hast du ja letztens auch gehabt, ne? Super, super Gespräch. Auch Fabio war einer meiner Studenten. Und ich habe damals, als der bei mir war, schon gesagt, so, boah, der hat ein unglaubliches Potenzial. Also aus dem wird nochmal ganz was Großes. Und also gerade, was er jetzt neu aufgebaut hat, ist schon richtig, richtig cool. Also das ist auch echt eine coole Socke. Und ich glaube, das Standing, was du dann einmal erreicht hast, weil du dir eben auch Sachen bewiesen hast. Und ne, ich habe sehr früh in meinem Leben angefangen zu arbeiten, weil mir Schule zu langweilig war. Und ich habe immer gesagt, ich will immer was anderes machen. Ich bin auch mal ans Band in der Druckerei beim Bierdeckel gedruckt gegangen und habe mal gesagt, ich will mal ausprobieren, wie das ist. Das war echt krass hart. Und habe gesagt, okay, das will ich in meinem Leben nicht machen. Ich war Süßwarenverkäufer im Kaufhaus, habe ich auch gemacht. Ne? Das war ganz lustig. Und all sowas habe ich immer wieder ausprobiert, habe ich gesagt, ich muss Wirtschaft verstehen, ich will verschiedene Jobs verstehen, um dann wirklich zu sagen, was ist es, was mich treibt. Und für mich war damals nach dem Abitur klar, ne, Familie mütterlicherseits ist komplett, sind alles Bankenvorstände. Ich mache auch Bank. Ne? Und Finanzen haben mich auch immer interessiert, auch heute noch, aber ich bin froh, dass ich damals einen Absprung gemacht oder geschafft habe in diese digitale Welt, was ja ein Zufall war. Sonst wäre ich vielleicht heute irgendwie Banker, den man mit Äpfeln bewirft oder sowas. Das war schon ganz gut. Besser als mit Eiern, Aber ne? genau, aber das ist, glaube ich, das, was einen prägt und was einen mutig macht. Natürlich auch Erfolge und auch Misserfolge, weil du aus denen, also idealerweise lernst du ja aus Misserfolg. Ja, Bubble Burst 2001, 2002, meine Herren, du, also von heute auf morgen musst du alle Leute entlassen. Bist dann bei Aldi, hast du dann deine damals noch D-Mark, ja, kurz vor der Einführung vom Euro zusammengekratzt, um überhaupt noch was zu essen zu kaufen, weil du auf einmal über Nacht von irgendwie siebenstelligen Umsätzen auf null runtergekracht bist. Ja, das lehrt dich Demut. Eine Sache, die ich teilweise bei den Startup-Gründern heute vermisse, weil die kennen ja nur das. Ne? Und also die den Bubble Burst mitgemacht haben, kannten auch nur das und auf einmal kam aber das. Und das war sehr steil nach unten. Und das lehrt dich halt Demut. Und ich glaube, aus all diesen Sachen, die du lernst und dieses Wissen, was du eben über die Jahre akkumulierst, wirst du einfach auch immer mutiger, auch in deinen Entscheidungen, weil du einfach auf Wissen, auf Erfahrungen auch zurückgreifen kannst. Und deshalb glaube ich einfach, ein junger Mensch muss nicht unmutiger sein, sondern also der Mut zur Persönlichkeit wächst mit den Jahren und mit den Erfahrungen. Ja, ich glaube auch tatsächlich bei mir, das Thema hat mich zwar auch mein Leben lang begleitet, aber dass ich jetzt sage, so, ich will mich jetzt dazu wirklich proaktiv austauschen mit meinem Netzwerk und mit interessanten Persönlichkeiten. Ich glaube, das wäre vor 5 Jahren auch noch nicht so gewesen. Also das hat sich ja dann auch über die Jahre erst entwickelt, ne? Wo man dann auch einfach ja, ein bisschen standfester wurde, so in dem, was man so macht und auch die Ergebnisse, man ist dann irgendwie zufrieden mit sich und aber ich bin auch immer sehr selbstkritisch, muss ich zugeben. Ich kann Ja, ein das paar ist eine Jährchen. wichtige Eigenschaft. Na, Selbstkritik ist super wichtig. Also wenn man nicht sich selber mehr hinterfragt oder auch mal andere um Reflexion bittet, ne, und sagt, hey, sag mal, wie findest du das denn, was ich da mache oder so? Daraus kann man unglaublich viel lernen. Und ich glaube, wenn du nicht mehr selbstkritisch bist, dann bist du arrogant. Und das ist nicht gut.
Ja, du hast gerade von Demut auch gesprochen, dass du dir das manchmal mehr von Startups wünschen würdest. Was zeichnet denn für dich nachhaltiges Unternehmertum aus? Also was sind da so die Faktoren, die da zählen? Ja, definitiv nicht Founder oder Gründer auf der Visitenkarte stehen zu haben. Nicht einfach nur, weil man gründen will. Ja, das ist, also ich muss immer aufpassen, weil ich da sehr polemisch werde, und das ist auch wieder respektlos. Und ich habe einfach aus der eigenen Erfahrung, weil ich es ja auch schon in meinem Leben gemacht habe, wenn du gründest, das ist ein Ritt. Ja, also da was aufzubauen, ist immer eine tolle Leistung. Und es gibt natürlich Menschen, die verschiedene Ziele im Leben haben. Ja, und was ich immer finde, ist, dass also man kann auch das Ziel haben, ich will in 5 Jahren Exit machen, Multimillionär sein. Da sage ich mir, ja, super, klasse. Wenn das dein Ziel ist, werd glücklich damit. Meins wäre es jetzt nicht, aber ist völlig in Ordnung. Ich habe ein Problem dann, wenn die Menschen sagen, so, ja, ich will die Welt verändern und so weiter, aber am Ende des Tages wollen sie sich nur die Taschen voll machen und verlassen das Unternehmen in dem Moment, wo sie es verkaufen oder sonstiges. Also das hat wenig mit dem Unternehmertum zu tun, was ich darunter verstehe, was meine Definition davon ist, weil für mich ist es eher Unternehmertum, das, was man im Mittelstand kennenlernt, wo ja viele Kunden ja auch sind. Da habe ich in meiner Beraterzeit einen Begriff gelernt, ganz früh schon, und der mich jetzt wirklich über die Jahre auch begleitet hat, ist die sogenannte Enkelfähigkeit. Ja, weil ein Mittelständler und gerade eine Familienunternehmen, die sagen immer, ich mache das nicht für die nächste, ich mache das für die übernächste Generation. Die nächste ist meistens ja eh nicht gut, und die übernächste übernimmt meistens ja dann ja wie die Firma begünstigerweise. Aber das ist diese Enkelfähigkeit, wirklich was aufbauen zu wollen, Spuren zu hinterlassen und nicht eben nur das schnelle Geld zu suchen. Und ich glaube, also es gibt Menschen, ich habe mich immer wieder auch dessen belehren lassen, die sagen so, ich mache die schnelle Kohle, wo ich mal sage, so, oh, ist das das richtige Motiv? Und dann machen sie die schnelle Kohle, und dann siehst du, okay, Hut ab, Respekt, hast du geschafft, alles gut. Ich glaube aber trotzdem, dass mittel- und langfristig sich die Menschen durchsetzen, die tatsächlich wirklich auch Verantwortung übernehmen. Weil eine Firma gründen heißt meistens ja auch Menschen einstellen, für Kunden verantwortlich sein, für Lieferanten verantwortlich sein. Ja, deshalb nennen wir diese ganzen Leute auch Partner, weil wir wollen was zusammen bewegen. Und das ist ganz wichtig, dieses Verständnis zu haben, dass es eben nicht irgendwie Kunden oder Lieferanten sind, sondern am Ende des Tages ja auch Menschen, mit denen man dort zu tun hat. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Und das wünschte ich mir mehr. Das ist jetzt so Richtung Berlin gesagt, wobei man kann auch jeden anderen Ort dazu nehmen. Das ist jetzt keine Berliner Eigenschaft, aber durch die Kondensierung der Startup-Szene, vor allem in Berlin, erlebst du es da bei vielen, dass sie sagen, so, oh, ich mache. Ich höre es auch teilweise, wenn ich so an Schulen und so Karriereberatung mal mache, so ehrenamtlich, ne, dann sage ich den Kindern ja mal irgendwie so, oh, ihr habt doch das Leben vor euch, und wie geil ist das? Ja, heute, ihr könnt jeden Beruf wählen und so weiter. Und dann sagen wir so, ja, ich werde Gründer, da kann man nämlich Multimillionär werden. Und dann sage ich mir so, ja, kann man, aber ist das wirklich, was du willst? Und überleg doch mal. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Demut, dass es eben auch nicht nur steil aufwärts gehen kann. Corona war so ein kleiner Dämpfer, aber leider ist auch blöd gesagt, aber es hat uns in Deutschland, Gott sei Dank, nicht so wehgetan, wie es hätte wehtun können. In bestimmten Bereichen natürlich mehr als in anderen. Aber im Großen und Ganzen sind wir ja mit einem blauen Auge davongekommen, wenn du dir anschaust, wo die Wirtschaft steht, wie viele Jobs gerade zu vergeben sind. Ja, wir haben ja keine gestiegene Arbeitslosigkeit, wir haben eine gestiegene Nachfrage nach Personal. Ob wir das bedienen können oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das ist ja nicht so wie beim Bubble Burst oder bei der Finanzkrise 2008, 2009 oder sowas, wo wirklich Menschen dann, also massiv Menschen, auch ihre Jobs verloren haben. Ja, lass uns mal auf den Punkt Führungskräfte einmal gehen. Denn du sagst ja auch Fachkräftemangel. Im Endeffekt wollen ja auch die Kandidatinnen und Kandidaten ja irgendwo arbeiten, wo sie auch vielleicht in eine Umgebung kommen, wo sie auch auf Visionäre treffen oder wo sie auch sich gerne dieser Reise anschließen wollten. Welche Eigenschaften sind denn wichtig bei einer Führungspersönlichkeit heute, auch mit Blick auf morgen? Ja, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, hat ja immer Helmut Schmidt gesagt, aber genau diese Menschen suchen wir tatsächlich, die halt ein bisschen krank sind. Ich glaube tatsächlich, Visionäre sind irgendwo krank, sind bestimmte Persönlichkeiten, ja, Genie und Wahnsinn, ne? Also, letztendlich ist für mich eine der Hauptfähigkeiten, und das sage ich übrigens auch von der Lehrerkonferenz, ist immer Neugier. Neugier ist für mich überhaupt das Allerwichtigste, weil, und das ist den Menschen ja grundsätzlich also ab Geburt mitgegeben, weil ansonsten würde man gar nicht lernen zu laufen, ne? Weil wir wollen ja dann irgendwie die Welt erkunden, versuchen was, und dann fahren wir hin und machen es nochmal und gucken hinter die Tür und verbrennen uns die Finger und all diese Sachen.
Und das wird leider Gottes insbesondere im deutschen Schulsystem oder Bildungssystem insgesamt wird das ja den Leuten irgendwie ausgetrieben. Ne? Also nicht Neugier, sondern irgendwie macht das nach Schema F. Und das brauchen wir, da gucken wir immer so, wie gehen die Leute um? Ja, ich habe Kandidaten, wo ich immer frage, ja, ich habe gesehen, du hast den und den Kurs gemacht, warum hast du das denn gemacht? Ne? Also da will ich mal verstehen, so, was hat die getrieben? Also ist es jetzt die Neugier, ich probiere mal was Neues aus, weil ich sonst immer nur das Gleiche mache, oder warum hast du einen Jobwechsel gemacht und so weiter? Also Neugier ist für mich das Wichtigste. Empathie, ja, bei aller Digitalität, ne, du hast es eigentlich auch zu meiner Person gesagt, der Mensch steht im Mittelpunkt und das lebe ich nicht nur, das sage ich auch jedem, ja, je digitaler wir werden, desto wichtiger ist der Mensch im Mittelpunkt. Das dürfen wir nie vergessen. Und da könnten wir noch eine Stunde füllen zum Thema, was passiert eigentlich mit diesen ganzen Menschen, die durch Digitalisierung der Arbeitswelt ja auch ihre Jobs in Zukunft nicht mehr haben werden. Also wie viele können wir davon in die neuen Jobs nicht mehr verwenden und so weiter. Was machen wir mit denen? Also das sind so wichtige Punkte, die man da besprechen muss. Das ist sicherlich das. Und das Thema Resilienz oder Lernfähigkeit vor allem auch oder Lernwille fähig ist dann auch wieder was anderes. Der muss halt da sein, dieses Thema lebenslanges Lernen, wie es so schön in dem Buzzword heißt. Das muss man leben und das muss man mögen, diese Veränderung, dieses, na, okay, heute mache ich das, morgen kann ich aber auch das machen und dieses T-Shape, wie man so schön nennt, also die breite Kenntnis und dann irgendwo eine Vertiefung. Ja, auch eine Führungskraft kann und muss nicht mehr alles wissen. Ja, aber sie muss wissen, wen sie fragen kann oder wie man sich vielleicht aneignen kann oder einfach mal ausprobieren, ein bisschen was programmieren, um mal zu verstehen, so was geht da, oder einfach damit den Programmierer über die Schulter schauen und sagen, okay, wo sind denn deine Probleme? Ja, damit ich mal verstehe, warum du mir sagst, du kannst das nicht in 2 Stunden, sondern in 2 Tagen machen, muss man ja irgendwie einen Grip dafür kriegen das ist wieder Neugier, Empathie und letztendlich Lernwilligkeit in einem. Spannend, ja, das sind super Eigenschaften. Ja, erinnere mich auch sehr tatsächlich an den Talk, den ich mit Marco hatte, Marco Zingler, weil ein wesentlicher Wert von ihm ist Neugier. Also Ja, insofern, ja, definitiv. auch Das erst kann gedacht, ich bestätigen. ne? Der ist sehr Ja, neugierig. definitiv. Du sag mal, gibt es denn bestimmte Persönlichkeiten in deinem Umfeld oder auch vielleicht aus der Literatur, aus der Geschichte, die du inspirierend findest? Und wenn ja, warum? Also ich würde es gar nicht, also tatsächlich, meine Lieblingslektüre sind Biografien. Ja, und das ist ganz lustig, weil da zeigt sie auch, dass ich mich wirklich für diese Menschen immer interessiere. Aber ich finde das immer ganz toll, wenn man sowas liest. Und es kommt immer darauf an, was man sich anschaut und was einen geprägt hat. Also einer, den ich sicherlich verehre, weil es einfach ein unglaublicher Geist ist und auch so eine Wiederauferstehung hat, ist ganz klar Steve Jobs. Also das ist, glaube ich, jedem im Markt irgendwie bekannt, dass ich ein totaler Apple-Fanboy bin und ich finde einfach, was der geleistet hat und wie er die Welt verändert hat, ist einfach sagenhaft. Eine Person, mit der ich mich seit seinem Tod intensiv be beschäftige, vorher am Rande irgendwie immer wahrgenommen, fand ich immer irgendwie cool und seit seinem Tode habe ich mich intensiv mit ihm beschäftigt, ist Karl Lagerfeld, der auch eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit war, von dem ich übrigens das mit der Buchhandlung habe. Der hat sich nämlich auch eine Buchhandlung gekauft, weil er immer so gerne Bücher las. Also der hat eine sensationelle Bibliothek in seiner Wohnung gehabt. Also ich habe wirklich bei der Biografie von dem Herrn Kaiser, gibt es eine tolle Biografie und ich habe am Ende, ich habe wirklich geweint, ja, also um die Persönlichkeit, weil sie war unglaublich. Das ist immer schade, wenn solche Menschen dann auf einmal nicht mehr da sind, ne, und nicht mehr irgendwie die Welt ein bisschen verändern können. Und ganz persönlich jetzt muss man schon sagen, also ich bin ein sehr, sehr elternhausgeprägtes Kind, also ich bin totales Mamakind immer schon gewesen. Aber auch mein Vater, also die beiden haben mich schon für mein Leben geprägt und auch vor allem was meine Werte angeht. Also das ist hundertprozentig eins zu eins das. Und natürlich prägt einen jetzt, ne, natürlich auch meine Frau, die deutlich schlauer ist als ich. Und mir auch immer wieder die Leviten liest und mich zurechtweist. Und dann muss ich mir sagen, verdammt nochmal, warum ist sie eigentlich schlauer? Und die Kinder und sowas prägen einen natürlich auch. Ne? Diese Interaktion und sowas, das ist schon super. Aber ich versuche eigentlich bei mir jedem was anzuschauen. Ich war Christo und Jean-Claude, also auch mit dem Kunstthema beschäftige ich mich viel. Christo und Jean-Claude waren auch unglaublich inspirierende Menschen, die ich auch sehr vermisse, die ich damals in New York auch mal persönlich kennenlernen durfte. Und ich habe ja vor kurzem beim Arc de Triomphe habe ich auch mitgearbeitet als Kulturmediator, weil ich nochmal ein Dankeschön in die Richtung geben wollte und gesagt habe, ja, ich möchte gerne da dann dran teilhaben und meine Leidenschaft für diese beiden Künstler mit anderen Menschen teilen. Und das war auch eine unglaublich tolle Erfahrung. Und ich glaube,
egal welche Biografie ich lese, ich nehme immer was mit. Und das ist übrigens auch da. Unsere Kandidatenberichte, wenn wir also die Berichte über unsere Kandidaten schreiben, die unsere Kunden bekommen, ist auch immer ein Deckblatt vorne drauf. Und das sind Zitate von Persönlichkeiten, bunt gemischt von verschiedensten. Und wir suchen diese Zitate auch immer so aus, dass sie auf die Person, die wir da präsentieren, auch passen. Ja, das finde ich auch immer ganz toll. Und Oh, das okay. ja, kannst du da ganz, ganz coole Sachen auch eigentlich rausfinden, was das Menschen so Steht zwar gut nicht in bringt. eurer Kartei, aber das würde mich ja mal interessieren, wenn wir uns mal sehen und du weißt, dass wir uns irgendwann mal sehen, dann kannst du mir mal ein passendes Zitat zu meiner Das Persönlichkeit. werde ich machen. Das werde ich machen. Deal, okay, sehr schön. Du, ach, weißt du was, jetzt gibt es ein Feuerwerk. Das ist gerade genau der richtige Zeitpunkt. Feuerwerk bedeutet, ich pfeffer dir ein paar Sachen. Am Ende einer guten Party gibt es immer ein Feuerwerk. Ne? Pfeffer dir ein paar Sachen entgegen und du kannst einfach kurz und knackig antworten. Ne? Bist du bereit? Okay, Jo. alles klar. Berge oder Meer? Mehr. Langschläfer oder Morgensportler? Morgensportler. Dein Lieblingssport? Eigentlich laufen, ich kann es momentan nicht machen, deshalb Ja. würde ich sagen Radfahren und Yoga. Okay, ja. Was ist denn dein wichtigstes Arbeitstool? Mein iPhone. Darauf könntest du nicht verzichten, ne? Nee, das geht nicht. Definitiv. Digital oder analog? Digital zu 95%. Das Einzige, was ich analog nutze, sind Bücher. Die lese ich Okay. tatsächlich nicht auf dem iPad. Mensch oder Technik? Oh, das ist eine fiese Frage. Beides. Beides, weil ich hänge da ja genau drauf. Aber also, wenn ich aussuchen muss, dann natürlich Mensch. Okay. Was ist denn dein Lieblingsdrink? Ich war lange Jahre Cola Light süchtig, zu meinem Leidwesen. Das wäre also definitiv mein Lieblingsgetränk. Aber ansonsten habe ich kein wirkliches Lieblingsgetränk, nein. Nein, nee, gar nicht. Okay. Ich trinke keinen Lieblings. Alkohol, deshalb kann ich da nicht so Ja, irgendwie. okay. Ja, dann bringe ich dir eine Cola Light mit. Das ist auch gut. Außer ich mache dann wieder einen Süchtigen aus Ich will dir. Dann eigentlich keine mehr natürlich trinken, genau, nicht. ja. Ich habe teilweise 4 Liter am Tag getrunken, also das ist nicht gesund. Wow, okay. Du, was ist denn Ja. dein Lieblingsort? Hast du einen, den du auch verraten möchtest? Auch ich habe einige. Das ist schwierig, einen rauszupicken. Wir haben eigentlich also Sommerurlaub auf Langeoog ist gesetzt bei uns. Wir haben ein Ferienhaus da, wo meine Mutter herkommt. In Bayern, da bin ich für mein Leben gerne. Ich bin bei Paris aufgewachsen. Da brennt mein Herz. Und unsere Wahlheimat ist Hamburg. Und da kriegt mich auch keiner so schnell mehr weg. Also das sind so die Orte, die mich prägen würden. Schön. Welcher Song darf denn auf deiner Playlist nicht fehlen? Tatsächlich ein französischer Song, Michel Sardou en chantant, der einfach sagt, dass das Leben einfach leichter ist, wenn man dabei singt. Und ich kann nicht singen, aber ich tue es trotzdem. Ich kann es bestätigen. Es ist definitiv leichter, wenn man singt. Ja, du kannst aber dafür auch schön singen. Ich kann es nicht. Mal gucken, ob ich dir zu Weihnachten ein Ständchen singe. Mal Ach, sehen, ich würde mal mich sehen. freuen. Aber du bist ja im neuen Jahr erst dran. Deswegen, wir sprechen jetzt natürlich schon im alten Jahr. Mal gucken, was ich mir in 2022 Ich bin sehr gespannt. Also, ausdenke. bist ja immer für eine Überraschung gut. So. Ja. So, jetzt kommen wir zum Ende und wir kommen zu der Frage, die mich selber natürlich auch umtreibt und wo ich auch natürlich dann gesagt habe, irgendwann, das wird mein Herzensthema und ich möchte dem Ganzen auf die Spur gehen. Und zwar möchte ich dich fragen, warum braucht die Welt aus deiner Sicht als Experte auch für Digitalisierung und Arbeitswelt der Zukunft Mut zur Persönlichkeit? Ja, ich habe mich mit dem Begriff Persönlichkeit auch im Vorfeld nochmal auseinandergesetzt. Und ich glaube, klar ist es, jeder von uns ist ein einzigartiges Wesen. Und dementsprechend haben wir verschiedene Charakterzüge, Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was uns ja ausmacht und was es ja spannend macht. Wenn wir alle gleich wären, wäre es ja unglaublich langweilig. Und rauszufinden, wo wir uns vielleicht ähneln, aber wo wir uns vielleicht auch unterscheiden und was uns dann eben gemeinsam stark macht, ist glaube ich, das Tolle. Und ich hatte so eine Studie gelesen, dass tatsächlich die Wissenschaftler herausgefunden haben, 17.953 Begriffe stehen zur Verfügung, um Persönlichkeiten zu beschreiben. Das zeigt die Vielfalt. Und deshalb finde ich es so wichtig,
die eigene Persönlichkeit zu leben. Ja, und wir leben heute, das sage ich meinen Kindern ja auch immer, wir leben heute in einer Zeit, wir können alles machen, alles tun. Ja, es ist so viel möglich auf der Welt oder auch in deinem kleinen Umkreis in Deutschland. Du kannst einen Job machen, der dir gefällt. Du kannst was lernen, was dir gefällt. Also diese Vielfalt ist unglaublich. Und deshalb finde ich, es ist so wichtig, Mut zu haben, seine eigene Persönlichkeit zu entdecken als junger Mensch und die dann eben über die Jahre zu prägen und auszuleben und eben nicht langweilig zu werden und sich irgendwie einzugliedern. Sonst ist man eben everybody's Arschloch und das will man doch gar nicht. So sieht's aus. Vielen Dank, Harald. Ich danke dir, dass du dir eine Stunde Zeit genommen hast, uns mitzunehmen. Vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass ich ja auch deinen Blick auf Mut zur Persönlichkeit auch kennengelernt habe. Und schön, dass es auch so einen hohen Wert bei dir auch persönlich und auch beruflich hat. Das ist ein super Zusatzmotivator für mein Herzensthema. Sehr schön. Dankeschön, Harald. Möchtest du irgendwas sagen? Ansonsten würde ich jetzt abmoderieren. Nö, erstmal noch vielen Dank an dich. Es ist mal wieder, wie immer, wenn ich dich sehe, ein sprudelndes Fest, ein Feuerwerk, eine Stunde lang, nicht nur zum Ende. Und es hat mich sehr gefreut, dich wenigstens auf der Kamera wieder zu sehen und freue mich dann, wenn wir uns dann im neuen Jahr irgendwann wieder persönlich treffen können. Bei einer biologischen, nicht süchtig machenden Cola-Light-Imitation. Ne? So machen wir das. So machen wir das. Super, gut. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr Inspiration zu Mut zur Persönlichkeit findet ihr im Podcast und natürlich auch auf YouTube. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich herzlich von euch. Zeigt Persönlichkeit, seid mutig, eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zur Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcast-Diensten.